Sehr geehrter Herr Präsident, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr geehrter Herr Bundesminister der Finanzen. Ihnen, Herr Minister Lindner, gratuliere ich herzlich zum neuen Amt und ich danke Ihnen für den ausführlichen Ausblick eben auf unser gemeinsames Arbeitsprogramm der nächsten Jahre. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass auch das ursozialdemokratische Thema Steuern aktiv angepackt wird. Dazu wurde schon viel gesagt. Einige Punkte möchte ich gerne vertiefen. Auch wenn Steuern im ersten Moment immer nicht besonders sexy klingt, muss man sagen, Steuern sind was Positives. Sie verteilen die Kosten unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht auf alle. Negativ, was Schlechtes, sind Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, aggressive Steuergestaltung. Und deshalb freue ich mich, dass wir im Koalitionsvertrag Übereinstimmung darin erzielen konnten, dass wir den Dreiklang umsetzen wollen aus Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen, Steuerersparnis für Unternehmen durch Investitionen und nicht nur der sowieso schon illegalen dem illegalen Steuerbetrug und der Steuerhinterziehung den Kampf anzusagen, sondern eben auch der bisher noch legalen, aber eben nicht legitimen Steuergestaltung. Und das, liebe CDU, ist absolut nicht kleinteilig. So sichern wir Steuereinnahmen, Steuergerechtigkeit und einen soliden Haushalt. Im Einzelnen. Erstens steuerliche Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Die Rentenversicherungsbeiträge werden wir schon früher als ursprünglich geplant vollständig steuerfrei stellen. Wir werden den steuerpflichtigen Teil der Renteneinkünfte anders als bisher jährlich nur um einen halben Prozentpunkt steigern. Und daraus folgt, dass die vollständige Besteuerung der Rente eben nicht schon 2040, sondern erst ab 2060 anfällt. Homeoffice-Pauschale für ArbeitnehmerInnen werden wir verlängern, den Ausbildungsfreibetrag werden wir erhöhen und die Familienbesteuerung weiterentwickeln. Das Thema kalte Progression, liebe CDU, was immer gerne als Argument für Steuersenkungen angeführt wird, schauen Sie sich doch die letzten 30 Jahre mal rückwirkend an. Die kalte Progression wurde da mehr als kompensiert durch Tarifsenkungen. Zweitens Steuerersparnis für Unternehmen durch Investitionen. Wir wollen, dass die 2020er Jahre das Jahrzehnt starker Zukunftsinvestitionen werden. Und wer in die Zukunft investieren will, der muss in der Gegenwart vorfinanzieren. Wir wollen, dass Unternehmen insbesondere in Klimaschutz und Digitalisierung investieren, also Superabschreibung oder eben verkürzt, wenn Unternehmen in Digitalisierung und/oder Klimaschutz investieren, werden sie Steuern sparen. Und außerdem werden wir zusätzlich die Möglichkeit der erweiterten Verlustverrechnung verlängern und den möglichen Verlustrücktrag auf die zwei vorangegangenen Veranlagungszeiträume ausweiten. Und liebe CDU, auch da sparen die Unternehmen Steuern, wenn sie Gewinne erzielt haben, und die werden ihre Kritik nicht gut finden. Drittens. Steuergestaltung und Steuerbetrug vermeiden. Mit Erlaubnis des Präsidenten möchte ich den allseits bekannten Novabo zitieren. Briefkastenfirmen haben nur eine Berechtigung, wenn sie Briefkästen herstellen. Deutschland wird eine Vorreiterrolle übernehmen bei der Bekämpfung von aggressiver Steuergestaltung. Die von Olaf Scholz auf den Weg gebrachte globale Mindestbesteuerung für Großunternehmen werden wir zügig umsetzen. Wir werden die Betrugsanfälligkeit bei der Mehrwertsteuer bekämpfen, sowohl durch eine Registrierkassenpflicht als auch durch ein bundesweites elektronisches Meldesystem für die Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen. Zack! Können abgeführte Umsatzsteuer und verrechnete Vorsteuer nicht mehr voneinander abweichen. Wir werden die Geldwäsche bekämpfen, und zwar durch grundsätzliche Ausweitung des Informationsaustauschs und dadurch, dass Immobilien nicht mehr bezahlt werden können. Brötchen beim Bäcker um die Ecke werden zunehmend digital bezahlt,
während auf der anderen Seite Immobilien für mehrere Millionen Euro bisher immer noch mit dem Bargeld aus dem Köfferchen bezahlt werden können. Und das ist nicht korrekt. Wer sein Geld auf ehrliche Art und Weise verdient und korrekt versteuert und wer auch korrekte Grunderwerbsteuer zahlen will, der hat auch kein Problem damit, zukünftig beim Immobilienerwerb den Kaufpreis eben nicht in bar zu zahlen. Und ich komme zum Ende. Mein Fazit. Da ich ein großer Fan von Steuergerechtigkeit bin, bin ich ebenfalls ein Fan unseres Koalitionsvertrages, mit dem wir mehr Fortschritt und mehr Gerechtigkeit wagen. Und ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen im Finanzausschuss. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Andres. Nächster Redner ist der Kollege Albrecht Glaser, AfD-Fraktion.